Heute habe ich wieder ein paar richtig coole DIYs gegen Langeweile für euch. Falls ihr also gerade nicht wisst, was ihr mit eurer Zeit anfangen sollt, dann probiert unbedingt gleich eins davon aus. Aber vorher schreibt mir noch ganz schnell in die Kommentare, ob ihr lieber für den Rest eures Lebens auf Pizza oder Pasta verzichten würdet. Ich würde auf jeden Fall lieber für immer Pasta essen. Es gibt so viele Nudelsorten und Soßen, da würde ich jeden Tag was Leckeres finden. Aber bei Pizza, da esse ich eigentlich immer nur eine oder ich stelle mir die so zusammen mit Rucola, Champignon und Oliven. That's it. Deswegen auf jeden Fall lieber Pasta. Aber ich bin gespannt auf eure Antworten, also ab damit in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei meinem Video und los geht's! Starten wir direkt mal mit meinem ganz persönlichen Lieblings-DIY gegen Langeweile. Und dafür braucht ihr auch eine Sache, die ihr schon zur Hand habt wahrscheinlich, und zwar euer Handy. Denn darauf gibt es eine so coole App, die ihr unbedingt mal ausprobieren müsst. Und zwar heißt die Lala Lab. Damit könnt ihr euch super einfach die Fotos auf eurem Handy ausdrucken lassen. Allerdings nicht nur so ganz normal, sondern auch welche im Vintage-Style, also mit so einem Rahmen außenrum. Wählt euch einfach eure Fotos aus, die ihr möchtet, und dann könnt ihr auch die Rahmenfarbe sogar bestimmen. Es gibt nämlich nicht nur weiß, sondern auch schwarz, blau, pink oder welche mit Muster, alles Mögliche. Genauso könnt ihr die Fotos unten drunter mit mehreren Schriftarten beschriften, das Ganze zuschneiden, wie es braucht, und dann seid ihr auch schon fertig. So einfach geht's. Und kurze Zeit später kommen eure Fotos auch schon richtig schön verpackt bei euch zu Hause an. Ich habe mir für dieses DIY extra eine Lala Box bestellt. Die sieht nämlich richtig süß aus mit diesen Donuts und da drin sind dann 48 Fotos im Vintage-Style. Die haben übrigens alle eine mega gute Qualität, also ich kann euch das Ganze wirklich nur von Herzen empfehlen. Und dann würde ich sagen, haben wir die Fotos und legen jetzt endlich los mit dem DIY. Dafür braucht ihr einen großen Karton und keine Sorge, wenn ihr nicht sowas Riesiges habt wie ich hier noch von unserem Fernseher, dann könnt ihr einfach mehrere kleine nehmen und die aneinander kleben. Das dient jetzt einfach als Rückwand für die Fotos, denn daraus legen wir jetzt ein richtig schönes großes Fotoherz. Es gibt mehrere Arten, wie ihr so ein Herz legen könnt, aber die hier fand ich persönlich am schönsten. Dafür braucht ihr insgesamt 45 Fotos. Ich habe euch hier extra mal beschriftet, wie viele für jede Reihe. Und sobald ihr die perfekte Reihenfolge gefunden habt, klebt ihr die ganzen Fotos einfach auf euren Karton auf. Myla wollte mir dabei, glaube ich, ein bisschen helfen. Wahrscheinlich findet sie die Fotos auch so schön, weil sie auch auf den meisten drauf ist. Auf jeden Fall lasst ihr das Ganze gut trocknen und schneidet es dann entlang an den Fotos aus. Dann könnt ihr hinten noch einen Faden befestigen, um das Ganze an die Wand zu hängen und schon seid ihr fertig. Wie schön sieht das bitte aus? Ich liebe es einfach, diese ganzen Erinnerungen an der Wand zu haben, einfach als Deko oder zum Beispiel auch als Geschenkidee. Perfekt jetzt auch für den Muttertag und genau dafür habe ich euch noch diesen Mega-Rabattcode mit 30% ergattert. Also benutzt ihn unbedingt bei eurer Bestellung. Ich glaube, jede Mama würde sich darüber so sehr freuen. Für dieses DIY habt ihr sicherlich schon alles zu Hause, denn ihr braucht auch nur eine Sache, und zwar Schnüre oder Bänder. Aus denen könnt ihr euch jetzt richtig schöne Armbänder basteln, wenn dann für euch selbst oder zum Beispiel auch als Freundschaftsarmband. Auf jeden Fall braucht ihr dafür drei Stränge. Ich habe extra welche genommen, die jetzt unterschiedliche Farben haben, damit ihr gleich gut seht, wo ich was hinlege. Aber ihr könnt das natürlich auch einfarbig machen, ganz wie ihr möchtet. Zuerst macht ihr euch einen Knoten und befestigt dann das Ende vor euch auf dem Tisch. Ich habe dafür einfach Bücher genommen, dadurch verrutscht nichts mehr. Und dann geht's los, und zwar mit eurem linken Strang. Bei mir ist das gelb und den legt ihr über den mittleren. Dann sieht das Ganze so aus wie ein spiegelverkehrtes P und es geht weiter mit dem rechten. Den legt ihr jetzt über den gelben, also über euren linken Strang. Nehmt euch aber das Ende und geht dann unter Orange und Gelb durch. Ich weiß, das hört sich jetzt super kompliziert an, aber glaubt mir, es geht wirklich super einfach. Wenn ihr das ein, zwei Mal probiert habt, dann wisst ihr sofort, wie es geht. Und das gleiche wiederholt ihr jetzt von der anderen Seite. Ganz wichtig, dass ihr die Seiten wechselt. Also legt ihr jetzt den rechten Strang über den mittleren, dann den linken über den rechten Strang so drüber und geht mit dessen Ende dann wieder unter dem mittleren, also den orangenen und gelben so durch und zieht das Ganze fest. Wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr auch, dass es eigentlich nur ein Knoten ist, also ein Knoten zwischen eurem linken und rechten Strang, in dessen Mitte eben der mittlere einfach so verläuft. Probiert es auf jeden Fall aus, es ist wirklich viel einfacher, als das jetzt so erklärt rüberkommt. Achtet allerdings wirklich darauf, dass ihr die Seiten abwechselnd mit den Schlaufen, also einmal die Schlaufe von der linken Seite macht, dann wieder von der rechten, von links, von rechts.
denn nur dadurch bekommt ihr dieses mega coole Muster und das wiederholt ihr eben so lange, bis ihr genug Armband habt, dass es um euer Handgelenk passt und dann könnt ihr auf beiden Seiten einen Knoten drauf machen und es auch schon anziehen. Ich finde es einfach mega, mega schön, vor allem mit den Farben gefällt es mir richtig gut und es geht auch wirklich einfach. Und deshalb wollte ich euch auch noch eine zweite Variante zeigen mit dem gleichen Knoten, die aber komplett anders aussieht. Dafür braucht ihr wieder drei Stränge, die ihr unter den Büchern befestigt und dann macht ihr zuerst wieder denselben Knoten. Aber jetzt müsst ihr darauf achten, dass ihr die Schlaufe immer wieder von derselben Seite macht. Ob ihr das von links oder rechts macht, ist egal, aber ihr seht hier, dass ich den Knoten immer wieder unter der linken Schlaufe durchschiebe. Dadurch dreht sich dann das Armband wie so eine Art Spirale und der Look sieht so aus. Auch richtig cool und ihr merkt, ihr bekommt zwei völlig unterschiedliche Armbänder, obwohl es derselbe Knoten ist. Probiert es einfach unbedingt mal selbst aus. Ich bin mega gespannt, wie eure Armbänder aussehen und das ist wie gesagt auch eine richtig coole Idee für Freundschaftsarmbänder. Für DIY Nummer 3 braucht ihr ein Glas, was ihr verschließen könnt, so eins wie das hier. Dann braucht ihr Wasser in Gläsern, außerdem braucht ihr Acrylfarbe, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Glitzer benutzen und als letztes braucht ihr noch Watte. Einige von euch kennen sicherlich noch dieses Galaxy in a Jar, das war ein DIY vor 2 Jahren, was mega der Hype war. Ich habe das damals auch ausprobiert und fand es richtig cool, aber ich wollte es einfach nochmal machen, allerdings ein bisschen anders. Und deshalb habe ich mir hier Regenbogenfarben genommen, damit wir ein Rainbow in a Jar machen können. Und ich finde, das sieht fast noch cooler aus. Aber ihr werdet das Endergebnis gleich sehen. Auf jeden Fall löst ihr euch eure Acrylfarbe jeweils in einem Glas Wasser auf und rührt das Ganze gut um. Und dann geht es los mit der Watte. Die gebt ihr jetzt für die erste Schicht an Farbe in euer Glas rein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr darüber auch noch das Glitzer streuen. Wie gesagt, braucht ihr das nicht unbedingt für das DIY. Aber damit bekommt ihr einfach nochmal so einen coolen Special-Effekt. Dann nehmt ihr euch die Farbe und gebt sie vorsichtig über die Watte drüber. Und hier ist wichtig zu wissen, dass ihr nicht zu viel Farbe und Wasser nehmen solltet. Also es soll immer ein bisschen mehr Watte sein als Wasser, sonst wird das Ganze zu wässrig und sieht auch gar nicht mehr so richtig cool aus und die Schichten vermischen sich total. Und wenn ihr merkt, dass ihr doch zu viel Wasser genommen habt, dann gebt einfach nochmal ein bisschen Watte oben drauf. Am besten habt ihr auch so ein kleines Holzstäbchen oder einen Löffel zur Hand, damit könnt ihr alles gut zusammendrücken. Und dann ist es wie gesagt nur wichtig, dass ihr die Farbe langsam drüber gebt, denn ihr seht gleich hier, dass ich es zu schnell gemacht habe. Und dann geht die Farbe durch die Schichten durch, das ist so ein bisschen schade. Das kann allerdings auch eine kleine Sauerei werden, wenn ihr es so langsam reingebt. Ihr seht es hier bei mir ganz gut, aber so muss es halt sein. Dafür bekommt ihr danach ein richtig schönes Ergebnis. Ich könnte einfach so lange auf dieses Glas starren, weil ich es so unglaublich schön finde. Probiert es unbedingt selbst mal aus und verlinkt mich dann in eurer Story auf Instagram drauf, damit ich das sehen kann. Ich denke, jeder von euch hat doch so eine Kiste zu Hause oder zumindest eine ähnliche in der Größe oder zum Beispiel einen Schuhkarton. Den könnt ihr stattdessen auch perfekt für dieses DIY benutzen. Ich hatte in dieser hier meine ganzen Pflegeprodukte und Pinsel drin, aber die kommen jetzt erstmal raus, denn daraus basteln wir jetzt eine richtig coole Wanddeko. Aber vorher solltet ihr eure Box oder Kiste noch so dekorieren, wie ihr sie schön findet. Meine war ja nur einfach aus Holz, aber ich wollte ein bisschen Farbe haben, deswegen habe ich den Rand mit Acrylfarbe angemalt und den Boden in Weiß. Aber das macht ihr einfach so, wie sie euch gefällt. Ihr könnt auch perfekt Glitzer benutzen oder Steinchen. Und dann kommen wir zum zweiten Schritt, und zwar dem Bohren. Ihr braucht nämlich jetzt 4 Löcher auf einer der länglichen Seiten, und zwar 2 vorne und 2 hinten, jeweils am Rand. Falls ihr noch nicht wisst, wie man mit einem Bohrer umgeht, dann fragt auf jeden Fall eure Eltern, die helfen euch sicherlich mega gerne damit. Und dann habt ihr eben diese 4 Löcher und dadurch gebt ihr jetzt eine Schnur, damit man die Box auch später an der Wand aufhängen kann. Ihr braucht 2 Stränge dafür, die gebt ihr einmal vorne durch die Löcher durch und macht unten jeweils 1-2 Knoten drauf, damit die Schnur nicht mehr zurückrutscht. Und das gleiche macht ihr dann auch noch hinten und dadurch sieht dann eure Box aus wie so eine Art Handtasche. Also ihr habt auf der Vorderseite und Rückseite jeweils eben diese Schnur und damit könnt ihr sie dann perfekt an einem Nagel an eurer Wand aufhängen. Jetzt könnt ihr das Ganze noch mit kleinen Deko-Elementen befüllen. Ich habe zum Beispiel so eine Pflanze genommen, Fotos oder ihr könnt auch eine Kerze reinstellen, was immer ihr möchtet. Und schon seid ihr fertig. Ich finde, es sieht so, so schön aus. Stimmt unbedingt oben mit ab, welches DIY euch am besten gefallen hat. Mein Favorit war aber auf jeden Fall das Fotoherz.
Ich finde es einfach so eine schöne Deko-Idee für einen selbst zu Hause, so wie ich das gemacht habe. Oder als Geschenkidee. Der Muttertag kommt nämlich auch langsam immer näher. Also schaut auf jeden Fall bei LalaLab vorbei. Ladet euch die App einfach mal runter. Sie ist kostenlos im App Store. Und da könnt ihr auch nicht nur diese mega süßen Fotoboxen machen, sondern auch einzelne Fotos bestellen oder Kalender, Fotobücher, Magnete, alles Mögliche, was das Fotoherz begehrt. Also schaut einfach mal rein. Ich finde die Qualität von den Bildern nämlich der Hammer. Sonst würde ich sie euch hier auch gar nicht empfehlen. Und benutzt auf jeden Fall meinen Rabattcode, denn damit könnt ihr euch nochmal einiges an Geld sparen. Und ja, ich bin gespannt, wer von euch das Ganze nachmacht. Schickt mir auf jeden Fall Bilder auf Instagram davon, damit ich die sehen kann. Da freue ich mich immer riesig drüber. Ich heiße genauso wie hier Kali Cassie. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut, Leute!